Meine Erwartungen an den Escape-Plan waren, ehrlich gesagt, relativ hoch. So hoch, dass eine Enttäuschung mehr oder weniger vorprogrammiert war. Aber trotzdem, der Regisseur von Zimmer 1408, Sylvester Stallone, und mein persönlicher Lieblingsschauspieler Arnold Schwarzenegger kombiniert in einem Gefängnisausbruch-Thriller, das klingt einfach cool. Und das ist es auch. Escape Plan ist für mich eine der größten positiven Überraschungen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Natürlich, der Film ist nicht perfekt, die Handlung ist grundsätzlich relativ einfach, es gibt ab und zu forcierte Plotpoints und gewisse Details, wie ganz besonders am Ende, die meiner Meinung nach nur mäßig erklärt werden. Trotzdem schafft es der Film allerdings, seine Geschichte relativ konsequent, sehr spannend zu erzählen, ohne wirklich auffällige und störende Plotholes auszukommen und zwischendurch teilweise, also zumindest einen der genialsten Twists zu liefern, die ich seit einiger Zeit gesehen habe. Abgesehen davon sind die drei Hauptdarsteller, natürlich Arnie, Sylvester Stallone ebenfalls und ganz besonders Jim Caviezel als böser Gefängnisdirektor, absolut großartig, absolut fantastisch. Der Film ist unterhaltsam, der Film ist spannend, der Film kann eine Atmosphäre aufbauen und auch wenn er wahrscheinlich in keiner der Filmografien der Beteiligten als das große Highlight über allen stehen wird, ist er für Fans wirklich sehenswert, wirklich empfehlenswert und ich wurde echt nicht enttäuscht zur Abwechslung einmal und das freut mich. Sehr sogar.